Was ist Klammer auf unterstrich 8 Klammer auf I Klammer zu? Ein Befehl, der in der Eingabeaufforderung Windows abstürzen lässt. Eine wichtige Formelgleichung in der Biochemie. Das ist natürlich ganz klar. Verdammt! Wie Homer Simpson? Was? Moin Leute, diesen Donnerstag ist es endlich soweit. Dann kommt die 600. Folge von Happy Wheels. Und als kleine Einstimmung in den nächsten Tagen werden wir schon mal ein wenig die Paluten 600 Level testen. Und die erste Person, die unter dem neuen Hashtag ein Level eingereicht hat, war Captain Awesome. Und das nennt sich Paluten 600 Donut. Hey Palle, das ist ein Re-Upload, da du es beim ersten Mal nicht gespielt hast. Aber egal, so konnte ich es nochmal verbessern. Ich hoffe, es gefällt dir. Los geht's! PS, ich hoffe, du magst Donuts. Wer mag denn keine Donuts? Gibt es jemanden tatsächlich unter euch, der keine Donuts mag? Wir machen einfach mal Play Now. Und viel Spaß beim Level. Schaffst du den First Try? Getestet, machbar. Alright. Obwohl ich zugeben muss, dass ich, sagen wir mal, den Donut, das ist jetzt ja irgendwie so ein roter Zuckerguss. Da bin ich nicht so, oh Gott, da war die Mine. Oh, drücke Z, kein Problem. Da bin ich nicht so der größte Fan von. Also muss ich ganz ehrlich sagen, oh. Da werden wir nochmal kurz kommen. Haben am Ende nochmal ein bisschen den Kopf verloren. Aber schönes Level. Kurz und knackig mit einem schönen Design, spielerisch auch ansprechend, dementsprechend sehr, sehr leckeres Level. So, Paluten 600 First Try von Take My Name. Hey Paluten, das ist mein erstes Level. PS, nimm Vater und Sohn. Würde mich freuen, wenn du Ratschi grüßt. Ja, schöne Grüße an Ratschi. Und dann machen wir mal Play Now hier. Nehmen natürlich Vater und Sohn hier, zack ich, knack ich. So, PS, da stand da ja alle schon so ein bisschen. Hä? Was ist denn? Hä? Das ist doch nicht der richtige Weg. Ich habe mich ein bisschen verkeilt. Dementsprechend machen wir kurz nochmal hier. Warte mal, hier geht's hoch. Ich glaube, da hat das ein bisschen einfach nur verbauert. Huh, warte. Komm schon. Ratschi! Huh, Minen. Nein! Da verliere ich einfach meinen Kopf. Das ist so, ohne Kopf ist nicht gut Kirschen essen, würde ich mal spontan sagen. So, warte mal, jetzt aber elegant. Jetzt kurze Drehung. Nicht darauf fallen. Perfekt, so muss es sein. Nein. Dreh dich. Oh. Was? Hier ist noch nicht der Victory? Oh, okay. Das ist der Victory. Perfekt. So, direkt das nächste. Jetzt wird ein bisschen geflogen bei Paluten Fliegen von Yannick2K. Hey, Pal und andere, in diesem Level wirst du das Fliegen lernen. Steuerung, Magnet runter, Magnet rauf. Jojo, hier, wir brauchen ja keinen Magneten. Kein Problem. So, ich hoffe, du kannst die Steuerung... Ja, laufen muss gelernt sein. Oh, was? Was mache ich hier? Vielleicht solltest du ihn mitnehmen. Wieso sollte ich ihn mitnehmen, Alter? Wir befinden uns wahrscheinlich gerade in einer Zombie-Apokalypse. Und der kleine Sohn, der will bestimmt auch... Oh Gott, was essen oder so. Tut mir leid, ey. Ich meine, unser Spielcharakter, der sieht nicht wohlgenährt. Oh Gott! Was war das denn für eine hundsgemeine Falle? Bestimmt aufgestellt von dem Sohn. Ja. Okay, warte, das kriegen wir hin. Ich werde die jetzt einfach, warte. Ich muss die so anblupen. Ungefähr so, warte. Blup. Perfekt. Jetzt nochmal die nächste. Hut! Okay, kein Problem, Leute. Das kriegen wir hin, das ist no problemo. Wir müssen uns nur konzentrieren. Concentrator of the lifetime. So, ein bisschen nach vorne, so. Warte. Blup. Oh Gott. Jawohl. So, jetzt vorsichtig. Nein. Stopp. Perfekt. So, jetzt hier einfach nur runter. Einfach nur runter. Als nächstes der Turbulent. Nein. Oh Gott, schnell hier. Oh Gott. Runter. Nach vorne. Perfekt. Nach unten. Komm. Runter. Ich hoffe, du hast Timmy mitgenommen. Du musst ihn hier ablegen. Nein, ich hab Timmy nicht. Ich will Timmy auch nicht mitnehmen. Kann ich das nicht irgendwie activaten? Verdammt, ich will da rein. Jawohl. Läuft bei mir. Einfach gecheatet. Sauber. Boah, wir haben das System ausgetrickst. Paluten 600, ein Mix von GoGirl40. Hey Paluten, ich hoffe, dir wird mein Level gefallen. Ich kam nicht so mit dem Editor klar, deswegen ein riesen Sorry. PS, hol bitte Rivi dazu, wenn er Zeit hat
und spielt es zusammen. Grüße bitte meinen Bruder Osman, der dich sehr mag. Ja, erstmal auch, wenn du es nicht gesagt hast. Schöne Grüße an Osman. Freut mich, dass dir meine Videos auch gefallen. So, dann machen wir mal viel Spaß. Rivi ist gerade Bungee-Springen. Bestimmt. Hey Paluten, okay? Ich habe versucht, in diesem Level von allem etwas, dass bei allem etwas dabei ist. Sorry für die Standardfarben im Slowpart. Viel Spaß und ein kräftiges Hulu. PS, spiele dieses Level bitte mit Rivi. Wer liebt es, Sachen anzuenden? Was? Da habe ich nicht ganz verstanden. Vielleicht habe ich da auch mal wieder nicht richtig durchgelesen. Ich bin... Holy! Wer liebt es, Sachen anzuzünden? Ach so! Hä, wieso habe ich denn da Anzug zu zünden? Irgendwas ist ja ganz komisch heute, meine Damen und Herren. Es ist alles nicht so gut heute. Es ist alles nicht so gut. Heute ist ein schrecklicher Tag. Es ist Montag, Leute. Es ist Montag. Wer mag Montag? Niemand. Niemand. Nicht mal Oh Gott! Nicht mal Satan mag Montag. So, zack. Der Victory. Booyah! So, Edgar? Paluten 600 Edgar-Weg von Mann ohne Hose. Wieso hast du keine Hose? Was ist da los? Hallo Paluten und ihr anderen. Das ist mein erstes Level. Edgar ist weggelaufen und ihr müsst ihn wiederfinden. Liebe Grüße, Mann ohne Hosen. Oh, das ist natürlich... Oh, guck mal, das sind wir. Oh, holy Macaroni. Oh nein, Edgar ist weggelaufen. Wir müssen ihn finden. Pass auf die Spikes auf. Da, papalapa. Oh Gott! Das ist ja... Und dann... Das gibt es doch nicht. Die anderen Spikes waren alle fake. Und dann ist... Das ist ja skandalös. Das ist wirklich... Meine Damen und Herren, das geht nicht. Warte mal, die sind... Hä? Wieso ist... Ich verstehe es nicht. Wieso sind die denn auf einmal nicht fake? So, warte mal, ich mache mir einen Double Frontflip, Alter. Zack. No pro. Hui, 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 hui. Ach, Mensch. Wie seid ihr denn heute in den Tag gestartet, Leute? Das muss man ja auch mal. Geht's euch denn allen gut? Wie war euer Montag bis dato? Alles easy? Hattet ihr irgendwie... Ja, die sind toll. Das ist... War alles gut in der Schule oder auf der Arbeit, in der Uni? Ich hoffe doch mal, dass alles easy going war. Weil natürlich... Man muss ja... Verdammte Kiste, das kann doch nicht sein! So, jetzt machen wir hier ein bisschen Bamboleo. So, komm schon. Red ich schön hier durch. Ja gut. Mann, ich möchte es aber schaffen. Das ist gar nicht so schwer. Also man braucht nur ein besseres Timing. So, wir dürfen jetzt hier zum Beispiel nicht zu schnell sein. Wir werden das jetzt ein bisschen taktischer machen. So, hier ganz langsam rein, damit ich mich jetzt hier umdrehen kann. Sauber. Und dann kann ich mich hier wieder elegant nochmal switchen. Oh Gott. Oh Gott. Wie konnte... Weil er seine Ärmchen verloren hat. Er hat einfach seine Ärmchen verloren und dann konnte er sich nicht mal richtig festhalten. Mann, das kann doch nicht wahr sein, Alter. So, jetzt aber hier. Zack. Sollen wir ein bisschen langsam, ein bisschen Tempo rausnehmen. Jetzt elegant hier drauf. So, nicht deine Arme verlieren. Perfekt. So, dann kriegen wir das jetzt hier auch wunderbar gewuppt. So, ich fahre jetzt hier einfach runter. Zack, Alter. Huh, das wäre schon beinahe wieder in die Hose gegangen. Zack, Achtung. Oh, 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 oh. Nein! Wie konnte er mich da erwischen? Meine Damen und Herren, ich würde mal sagen, ey, ich muss ganz ehrlich sagen, das war ein cooles Level. Ernsthaft. Aber wir müssen natürlich auch ein bisschen zusehen, dass wir ein bisschen weiterkommen. Aber an dich, Mann ohne Hose, cooles Level. Ernsthaft, das hat mir Spaß gemacht. Das war nicht unfair. Bei keiner Stelle. Aber wir waren halt manchmal ein bisschen, weißt du, das ist einfach der Montagsblues. So, nach langer, langer Zeit gibt es scheinbar wieder mal einen Don't Move. Hallo Palle und André, ich habe mich mal an den Editor gesetzt und dir das Level gebaut. Das Level ist ziemlich kurz, weil ich nicht lange Zeit hatte. Ich hoffe, es gefällt dir trotzdem. Du hattest doch gar keinen Zeitstress. Aber nur kurz zur Info, bevor der ein oder andere meckert. Bei mir ist das immer so, ich habe ganz am Anfang meines Happy Wheels Let's Plays gesagt, okay, ihr könnt mir Don't Moves bauen. Allerdings bin ich echt nicht so der größte Fan davon und gucke mir die eigentlich auch nicht so gerne an. Meine persönliche Meinung. Und dann habe ich einfach immer so Sachen gezeigt, die auf meinem Schreibtisch so rumliegen. Und dann machen wir einfach mal Play Now. Was habe ich hier? Ich habe hier meine Brille, die ich eigentlich nie aufsetze. Die muss ich eigentlich beim Autofahren normalerweise tragen. Was habe ich sonst noch? Irgend so ein komisches Kärtchen von einem Restaurant. Hier ist ein Edding. Das ist sonst noch... Hier rechts von mir steht noch ein Teller. Den werde ich euch allerdings nicht zeigen. Denn der ist nicht von heute. Den habe ich leider gestern stehen lassen. Das macht man eigentlich. Eigentlich sollte man Sachen immer sofort in die Küche bringen. Aber das habe ich leider nicht getan. Ich Dummkopf. Dann ist hier noch...
Hier noch ein Energy. Den habe ich allerdings noch nicht geöffnet, weil ich dachte mir, weil ich bin ein bisschen müde. Muss ich ganz ehrlich, ich habe ein bisschen wenig geschlafen. Aber dann dachte ich mir, so ein Energy, aber den habe ich noch nicht mal aufgemacht. Der ist noch zu. Und das Don't Move ist gar nicht so kurz, oder? Was habe ich denn hier noch? Ich habe jetzt hier noch Wasser und da vibriert kurz mein Handy. Mal gucken, wer da schreibt. Okay. Okay. Das ist natürlich... Hä? Zum Schluss noch ein kleiner Ballfall. You can move. Achso, ich kann mich bewegen. Okay, das war gerade Tudel, der was in die YouTube-House-Gruppe geschrieben hat. So, Exit to Menu. Das war aber ein ziemlich langes Level. So, gibt es jetzt nochmal ein kleines EA-Quiz. Was hier, Electronic Arts oder was? So, von Star Striker. Hey, Palle und andere. EA-Quiz steht für... Ach so, ein etwas anderes Quiz. Ich dachte schon, weißt du, die Leute von EA wollen ja ein bisschen Schleichwerbung machen. Die Fragen sind alle witzige Fakten. Sonst bin ich nicht so der Happy Wheels-Fan. Aber da du einer meiner Lieblings-Let's Player bist, habe ich dir trotzdem ein Level gemacht. Ist übrigens mein erstes Level. Viel Spaß. So, da bin ich doch mal gespannt. Ein etwas anderes Quiz. Hi, Palle und André. Ich habe mir mal ein etwas anderes Quiz zusammengestellt. PS, nicht schlimm, wenn du die ein oder Frage nicht weißt. Ich denke, die wissen nur die wenigsten. Okidoki. Bei den Tischen musst du etwas stärker drauf springen. Sorry, falls die Kürbisse nerven. Okidoki. Was passiert, wenn man weiblichen Borstenwürmern das Gehirn amputiert? Ich denke, sie werden zu männlichen. Das klingt logisch. Unglaublich. What? Mein Segway ist kaputt gegangen. Aber das habe ich tatsächlich schon mal gehört. Ich glaube, das war auf 9-Gag oder so. So, warte. Jump. Und mach ihn kaputt. Sauber. Unglaublich, aber wahr. Oh, jetzt nicht hier irgendwie runterspringen. Was ist Klammer auf, Unterstrich 8, Klammer auf, I, Klammer zu? Ein Befehl, der in der Eingabe... Aufforderung Windows abstürzen lässt. Eine wichtige Formelgleichung in der Biochemie. Das ist natürlich ganz klar. Verdammt! Wie Homer Simpson? Was? Ich glaube, das ganz linke war richtig. Hä? I'm totally confused. So, jetzt magst du da kurz hier hochspringen? Das finde ich immer noch ein bisschen korrupt, dass die, wenn man denen das Gehirn amputiert, dass sie zu männlichen werden. Was ist denn da los in der Biologie? Das ist ja, oh, come on. So, ich glaube, da müsste das hier, warte mal. Homer Simpson? Das denn, was? Da würde ich aber ganz gerne eine Erklärung zu haben. Zack. Da, ganz richtig. Das soll Homer Simpson sein? Tatsächlich, es sieht wirklich so aus. Verrückter Smiley. Du darfst den Checkpoint nutzen. Welche dieser berühmten Persönlichkeiten hatte nur einen Hoden? Also, Hitler und Napoleon würde einiges erklären. Deswegen sage ich einfach mal das. Okay. Lief nicht ganz so bei denen. Also, come on. Beides waren ja... Napoleon war ja auch ein Eroberer. Von welchen Gummibärchen sind am meisten in der Tüte? Gefühlt von den Weißen. Würde ich sagen. Die mag ich nämlich, glaube ich, gar nicht so gern. Nein, und das war falsch. So, wo ist der Checkpoint? Aber ich muss sagen, das sind echt schmackotastische Fragen. Die gefallen... Oh Gott, jetzt falle ich hier irgendwie so ein bisschen weiter. Finde ich, sind wirklich interessante Sachen dabei. Also ganz ehrlich, da hat sich jemand echt Gedanken gemacht und coole Sachen, weil solche Sachen muss man ja auch erstmal raussuchen. Also du hast echt meinen vollsten Respekt. Das war ein richtig geiles Level. So, warte mal. War jetzt richtig von den Roten? War das richtig? Jawohl, ich hoffe, dir hat mein Level gefallen. Also designtechnisch ist es... Doch, das ging durch, ey. Ein Quiz-Level muss designtechnisch nicht der Hammer sein. Wichtig sind mir meistens eher die Fragen. Sollte eben nur nicht die Standardfarben sein. Ja, ich würde mal sagen, mach bitte weiter so. Deine Videos sind echt die besten. Glückwunsch zu 600 Folgen. Happy Wheels haben wir ja noch nicht erreicht. Noch haben wir noch keine 600. Aber meine Damen und Herren, das soll es für heute gewesen sein mit Los Happy Wheels. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch sehr, sehr gerne eine kleine Bewertung da. Und ansonsten sehen wir uns morgen wieder zu einer weiteren Folge und am Donnerstag zur 600. Haut rein. Ciao, ciao.